Ich sag nichts. Ich schweige. Ja. Weil, wenn ich jetzt schweige, dann können Sie da, das ist schwierig, also die da, na, spiegelverkehrt, gar nicht so einfach. Also jedenfalls, die da können nicht sagen, dass ich zu denen gehöre und die da können nicht behaupten, ich wäre einer von denen. Darum sage ich gar nichts mehr. Das Problem ist bloß, das lässt man ja nicht zu. Ja? Weil wenn jetzt ich hergehe und gar nichts sage, dann sagen die, ja, warum sagt er denn nichts? Ist er etwa einer von denen? Nur sagen die, er hat auch nichts gegen die, da irgendwie direkt sagt, wahrscheinlich sympathisiert er mit denen. Und vor allem ist es ja so, eine Neutralität ist ja gar nicht möglich, weil jetzt wird ja die Sache so konstruiert, dass die Haltung zu sagen, Entschuldigung, ich weiß es nicht oder ich bin mir nicht sicher, die ist ja schon kriminalisiert und verboten praktisch fast schon. Sondern es ist jetzt so, du musst ganz sicher sein. Ich wäre wahnsinnig gerne ganz, ganz sicher. Wahnsinnig gerne. Ich war es schon mal, wirklich. Also von ungefähr von 16 bis Anfang Mitte 20. Da war ja ich im Vollbesitz der absoluten Wahrheit. Wirklich. Ich war Wahrheitseigentümer. Ja. Alle anderen waren Volldeppen. Also die, die alten 68er, das waren alles Waschlappen, Verräter. Ne? Und also es waren alles Deppen. Ich nicht, sondern ich war eben Wahrheitseigentümer. Und zwar nicht irgendeiner Wahrheit, sondern der absoluten Wahrheit. Und das war gut. Das war, ich kann es nur empfehlen. Ja. So im Laufe des auf die Fresse Fallens im weiteren Leben ist es dann relativ schwierig, diese Haltung durchzuhalten. Ja. Und da kommen so Zweifel und irgendwann wird man Sokratiker und sagt also, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Aber das darfst du ja gar nicht. Ja? Ich würde so wahnsinnig gerne berechtigt sein zu sagen, ich weiß es nicht. Ja? Und das bin ich aber nicht, weil es wird ja jetzt von dir verlangt, dass du eine Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung musst du ja dann auch mitteilen. Und deswegen möchte ich euch jetzt meine Entscheidung dokumentieren. Da kann man das sehen. Ja, ich bin geimpft. Ich weiß, da werden jetzt einige im einen Spektrum meines weiten Umfelds jubilieren und sagen, er ist doch noch zur Vernunft gekommen, ich war, und die anderen werden sagen, der Verräter, er hat uns versprochen, das nicht zu tun, der ist jetzt, der hat sich bewiesen als Gatekeeper, ne? Jetzt hat er sich impfen lassen, ne? Nein, aber tatsächlich, ich bin geimpft, ja? Und also nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern dreimal, ne? Was seht ihr? Eben Nummer eins, Tetanus. Ja. Nummer zwei, Hepatitis. Und ABCDEFG. Ja. Und drittens, FSME, also Zeckenschutzimpfung. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich aus der Impfdebatte raus, weil ich bin doch geimpft. Ich kann sie nicht. Was wieder nicht gut genug, verstehst du? Da impfst du dich schon und dann ist es wieder nicht gut genug. Leute, bin ich mir jetzt da total sicher, dass das richtig ist, was ich da mache? Nein, nein, ich bin mir nicht total. Und bitte, 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 nicht, 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 nicht diese Sätze, dass ich mir nicht ganz sicher bin, zum Anlass
nehmen, jetzt wieder missionarisch bekehren. Ah, vielleicht kriegen wir ihn doch noch. Nein, 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 nein. So unsicher bin ich mir auch nicht. Aber bin ich mir ganz sicher? Nein. Ich habe da ein Buch vom Fritz Kuhn. Ja? Da geht es um wissenschaftliche Revolutionen, Scientific Revolutions. Es geht um Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsgeschichte. Und er beweist wunderbar, wie gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Teil 1000, 2000 Jahre lang absoluter wissenschaftlicher Konsens waren, zur damaligen Zeit völlig logisch waren, weil aufgrund der damaligen Datenlage war vollkommen klar, dass das stimmt. Es hat sich hinterher herausgestellt, es war ein totaler Schmarrn. So flach ist die Erde gar nicht. Ja? Beispiel. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Mediziner, kein Epidemiologe. Ich bin Herrschaftszeiten. Ich bin Historiker und ich bin ein Mensch, der Politik beobachtet. Ich bin ein Mensch, der mit vielen, vielen Menschen redet. Das ist meine Datenbasis. Ja? Und ich komme jetzt da zu einem Ergebnis. Für mich, für meinen Körper. Gottes Willen, ich habe noch nie, wirklich, ich schwöre es euch, noch nie versucht, einen Menschen von dieser Impfentscheidung abzuhalten oder ihn dazu zu bringen oder also überhaupt jemanden reinzureden, weil ich mir das gar nicht anmaße, weil ich auch überhaupt die Verantwortung für diesen anderen Menschen gar nicht übernehmen möchte. Ich übernehme die Verantwortung ja für mich, für diesen Körper, für den ich da habe. Bin ich mir jetzt da vollkommen sicher? Nein, bin ich mir auch nicht vollkommen sicher. Kann es sein, dass ich meine Meinung noch ändere? Ja, das konnte ich grundsätzlich. Ist das selbstverständlich? Es kann ja sein, dass sich Dinge ändern. Auch bei mir, es kann sein, dass neue Impfstoffe kommen, die mich mehr überzeugen, wie auch immer. Aber bitte, bitte, bitte. Seid euch nicht alle so sicher. Und damit meine ich beide Seiten. Ich habe jetzt vorher mit einer geredet, die war ja so gegen das Impfen. Und die rennt seit 2 Jahren komplett ohne Maske rum. Und die hat sich noch nie getestet. Und so, wo ich sage, finde ich Quatsch. Ja, finde ich Quatsch. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich sage, hey Corona, ich weiß es nicht und wie und was. Ja, gewisse Kompromisse mache ich halt auch in dieser Unsicherheit. Natürlich, ich renne mit Maske rum. Ich bin im Moment, ich isoliere mich. Ganz klar. Ich gehe auch nicht zu Treffen von 10 Leuten hin. Mache ich einfach nicht, weil mir das zu gefährlich ist. Für mich, für andere und so weiter und so fort, muss ich gerade nicht haben. Also, ich will sagen, ich gehe nicht wonk in eine Richtung, sondern ja, ich schlänge mich da so durch. Ich treffe mal die Entscheidung und mal die und versuche unterm Strich situationsbezogen mich vernünftig zu verhalten. Für mich, für andere. Ja. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich muss das in jeder Situation neu austarieren für mich. Gestatten wir uns das doch bitte, unsicher zu sein. Ja? Und pflegen wir doch mal ein Gespräch miteinander, wo wir nicht nur unsere Wahrheitsgeschütze aufeinander richten. Ja? Ich habe ein wunderbares Buch gelesen von Stefan Zweig. Es heißt Triumph und Tragödie des Erasmus von Rotterdam. Und der Stefan Zweig beschreibt so diese Art von Leuten, die dem Erasmus von Rotterdam, der ein großer Friedensstifter, eigentlich der erste wirklich fundamentale Pazifist und Vermittler gewesen ist, gegen den Strich gegangen sind. Die Leute, die dem Erasmus ein schauriges Beispiel waren, das waren die Treiber und Übertreiber, die Denkeinseitigen, die Halsstarrigen, die Scheuklappendenker und Zeloten, die für ihre eigene Meinung Kadavergehorsam fordern und für jede andere Meinung den Scheiterhaufen. Ich war wirklich die meiste Zeit meines Lebens viel eher ein Treiber und Übertreiber als ein Friedensstifter. Das steht mal fest und jeder, der mich kennt, wird das lebhaft bestätigen. Ich kann es euch nur sagen, ich
Ich reiß mich jeden Tag zusammen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich reiß mich jeden Tag zusammen, meine Sprache zu mäßigen, nicht noch mehr Gräben aufzureißen, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Weil das ist erstens saugefährlich und es ist zweitens ganz einfach falsch. Es ist falsch. Warum ist es falsch? Ich möchte mir nicht mit euch anderen hier unten die Schädel einschlagen oder dass wir uns zeternd angeifern, weil wir hier unten irgendwie jeweils vielleicht eine andere Entscheidung getroffen haben. Ich sehe was ganz anderes. Ich sehe ein ziemlich krasses Regierungs- und Verwaltungsversagen. Ich sehe, dass alles auf die individuelle Entscheidung des Einzelnen abgewälzt wird und wir sollen uns darüber die Köpfe einschlagen. Konkretes Beispiel, jetzt gibt es wieder diese Art von Lockdown und es ist wieder nur ein Lockdown im Privaten. Also die Großraumbüros laufen weiter. Zu Daimler, zu VW rennen weiter 40, 50.000 Leute jeden Tag in die Betriebe, im Dreischichtsystem, im Vierschichtsystem. Und dann kommen die aber heim und da sollen sie dann ihre Kontakte reduzieren, indem sie nicht ins Konzert gehen, indem sie nicht auf den Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel gehen, indem sie nicht, also bis vor 4 Wochen waren 60, 70.000 Leute in den Fußballstadien. Schuld ist der eine Joshua Kimmich, der sich nicht impfen hat lassen an der vierten Welle. Hä? Das ist doch Quatsch. Entschuldigung. Die U-Bahnen in Berlin sind bummvoll, die S-Bahnen in München sind bummvoll, alle fahren zur Arbeit. Aber der kleine Einzelhandelsladen, der soll jetzt dicht machen oder 2G machen oder whatever machen. Alle sind auf dem Weg zur Arbeit. Eng an eng, ja? In der Arbeit, eng an eng. Da wird nach wie vor nicht konsequent getestet, das gibt es doch nicht. Aber im Privaten. Und wehe, du bist nicht geimpft. Sorry, das überzeugt mich nicht. Jetzt heißt es, ja, da gibt es jetzt zwar ein paar tausend Intensivbetten weniger als letztes Jahr, aber paar Intensivbetten mehr würden die vierte Welle jetzt auch nur um 2 Wochen nach hinten und so weiter und so fort. Ich sage, warte mal kurz. Wir haben doch erlebt, dass dieser Staat Milliarden, Hunderte von Milliarden reingedonnert hat rund um diese Pandemie. Ja, hätte man nicht einen erheblichen Teil dieser Ressourcen nehmen können und dieses Gesundheitssystem voll ausbauen? Hätte man anstatt 2020 20 Krankenhäuser zu schließen, nicht 20 Krankenhäuser, die schon geschlossen waren, wieder eröffnen können. Ja, und wo soll dann das Personal herkommen? Ja, hätte man nicht eine Rückkehrerprämie machen können, wo man sagt, pass auf, du bist eine examinierte Pflegekraft, du bist jetzt nicht mehr in dem Beruf, hör mal zu, wir brauchen dich jetzt, da sterben Leute, wir brauchen dich jetzt. Bitte schau mal, du kriegst eine Rückkehrerprämie von 2.500 Euro, wenn du da wieder einsteigst. Und nach einem halben Jahr, wenn du weitermachst, kriegst du nochmal 2.500 Euro. Und damit die, die ganze Zeit dabei bleiben, sich nicht verarscht fühlen dabei, kriegen die gleich mal 5.000 Euro. Hey, das hätte verhindert. Letztes Jahr haben tausende Pflegekräfte haben gekündigt. Das ist doch eine Katastrophe. Und alle sagen, es geht immer nur um die Überlastung des Pflegesystems und des Gesundheitssystems. Und dann kündigen nur tausende von Pflegern. Und dann sagt man, ja, das hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn die nicht, also schon, aber halt nur zwei. Das kann ich doch gar nicht glauben, liebe Kinder, dass das alles nur, dass das niemand, ich meine, da muss man doch, also hätte das nicht, oder? Also ich finde schon.